Oder? Ist das der Ort? Ja, ne? Oder? 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 Nee, wirklich? Ja? Okay. Ja, wirklich? Ja. Ich weiß ja nicht. Ja. Das kommt mir gerade so komisch unbekannt vor. Na komm. Ist nicht gut, ne? Ist so. Nee. Nee, das will ich nicht. Behausung im Stock. Brasken Absteiger. Südöstlicher Teil. Brasken im Stock. Brasken ist Absteiger. Wir müssen da nach Brasken, ne? Fällt mir gerade ein. War das hier der? Der zu Brasken. Ja, das war's. Gut, fertig. Brasken. Wir sollten noch zu Brasken zu machen nach Brasken. Brasken. Blob. Warst du schon wieder? Ich soll dir dieses Kästchen anvertrauen. Sag das doch gleich. Los, gib's her und geh. Als du Brasken das Kästchen überreichst, macht er zuerst eine gespannte, dann eine amüsierte Miene. Ha, auf den ollen Trick falle ich doch kein zweites Mal rein. Pack das Ding ein und verschwinde. Ich verstehe nicht, weshalb keiner das Kästchen haben will. Zuerst Kuatra und jetzt du. Sagtest du eben Kuatra? Brasken lacht lauthals. Mann, das ist doch der Typ, der mir das Kästchen abgekauft hat. Er dachte, er hätte ein gutes Geschäft mit mir gemacht. Hat wahrscheinlich geglaubt, der Edelstein allein sei mehr wert als die Summe, die er mir bezahlt hat. Als der arme Kerl gemerkt hat, auf was er da sich da eingelassen hat, war es zu spät. Was ist denn so Schreckliches an dem Kästchen? Willst du damit sagen, du weißt gar nicht, was du da in den Händen hältst? Oh, nicht unbedingt. Wir haben es ja einmal geöffnet, ne? Dann kann es ja nicht schaden, wenn ich dich aufkläre, damit du es gleich weißt. Der Fluch, der auf diesem Kästchen liegt, betrifft nur seinen gegenwärtigen Besitzer. Und der Besitzer des Kästchen kann nur jemand sein, der bereitwillig von ihm Besitz ergriffen hat. Dann kann ich sie wohl nicht einfach abstellen und hoffen, dass sie jemand findet. Was ist da überhaupt drin? Gute Frage. Das Ding geht schon durch den Stock, solange ich denken kann. Viele sagen, ranken sich darum. Und wie du dir unschwer denken kannst, entfernen sich die Geschichten bei jedem Erzählen ein Stück weiter von der Wahrheit. Erzähl weiter. Ich habe schon viele Geschichten über das Kästchen gehört, aber alle scheinen ein gemeinsames Motiv zu haben. Das olle Ding heißt Moridors Kästchen und sein Besitzer stirbt angeblich, wenn er selbst oder jemand anderes es öffnet. Was den Inhalt anbelangt, so vermuten manche einen alten Drachen oder die böse Seele von Muridor selbst darin. Sicher bin ich mir nicht, aber man sieht dem Ding doch auf den ersten Blick an, dass es böse ist. Nur ein Verrückter würde es öffnen. Was soll ich damit tun? Dann such doch mal Shilandra. Sie lebt im Nordosten des Stocks. Es ist ihre Schuld, dass ich dieses Kästchen gewonnen habe. Wer weiß, vielleicht weiß sie ja mehr als ich. Oder versuch es einen anderen ahnungslosen Dusel unterzujubeln. Es ist deine Sache. Ich jedenfalls wünsche dir alles Gute. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Gut zu wissen, Brasken. Na toll, was sollen wir jetzt machen? Ja, es ist ja wieder typisch. Kühl dir deinen Kopf ab, Schleifer. Ach ja, genau, den Weinenden von S. Anon, mit dem müssen wir auch nochmal sprechen. Du triffst den Weinenden. Ich habe dafür gesorgt, dass man sich an S. Anons Namen erinnert. Er ist in ein schwarzes Steindenkmal von Reichsteiner eingemeißelt. Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Plötzlich hört man ein kurzes Flüstern in der Luft und die Augen des Mannes werden trocken. Eine der Tränen, die über seine Wangen rannen, verschwinden einfach. Damit ist es S. Anon gedient. Ich werde den anderen Weinenden von dem Stein erzählen, den du beschrieben hast. Mein Dank ist dir gewiss. Es hat mich ein paar Kupfermünzen gekostet, um den Namen der Stadt in den Stein meißeln zu lassen. Glaubst du könntest noch ein paar drauflegen, um mich zu bezahlen? Nicht der Rede wert. Leb wohl. Ich hoffe, du und deine Brüder könnten den Rest eurer Tage in Frieden leben. Ja, wir sind doch zu nett. Wir netten. Schau keinem in die Augen. Hier schlitzen sie dich auf oder Oh, pellen dir die Haut ja, vom Leib. Tatsache. Du bist aber schlau, Morte. Verdammt. Drück dich im hinteren Reihen rum. Los, komm. Jung, kämpfe. Kämpfe um dein Leben. Man merkt, dass der Dacon. 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 Deutlich schneller ist als wir. Also als der Namenlose. Also als wir. Genau. Gut Ich bin gerinselt, weg. Thales.
Mann. Kupferohrring und noch ein Bronzearmband. Na, ich will alle. Danke. War freundlich. Freundlich. Lecker, lecker Ratschen. Ich bin weg. Ratschen zum Frühstück. Gizrei Stadtbewohner. Dieser Gizrei dreht sich zu dir um, als du dich näherst, so wie Dakon. Dakon hat auch seine Haut eine gelbliche Farbe und er besitzt verhärmte Gesichtszüge. Seine Gestalt ist hager und knochig. Seine Kleidung ist eine eigenartige Mischung aus grellbunten und schmutzig braunen Farben. Die tiefschwarzen Augen des Gizrei mustern zuerst Dakon, dann dich. Sei gegrüßt. Der Mann beachtet dich nicht und dreht sich stattdessen zu Dakon. Mit leiser Stimme spricht er einige abgehackte Worte, die du nicht verstehen kannst. Während er redet, ändert sich weder sein Gesichtsausdruck noch gestikuliert er mit den Händen, so dass du nicht einmal erahnen kannst, was er sagt. Dakon antwortet ebenso leise mit einem wahren Wortschwall und der Gizrei verstummt. Was sagt er, Dakon? Der Gizrei dreht sich zu dir, während du redest, dann wieder zu Dakon und spricht dann weiter, was diesmal längere Zeit in Anspruch nimmt. Dakon antwortet, es hört sich an wie der gleiche Wortschwall von vorhin. Der Gizrei verstummt wieder. Dakon sagt noch etwas und der Gizrei antwortet mit einem weiteren langen Wortschwall. Dakon, kannst du ihm ein paar Fragen stellen? Dakon wendet sich zum Gizrei und spricht diesmal jedoch langsamer und getragener als zuvor. Die Entgegnung des Gizrei ist kurz. Was hat er gesagt? Deine Worte sind mir bekannt, unterbricht der Gizrei. Schau mich an und berichte mir dein Anliegen. Ich werde dich anhören. Also schön. Achali Flut. Wie bitte? Deine Frage ist ein Stoß ins Dunkle, ein Pfeil ohne Richtung. Seine Stirn legt sich in Falten. Die Antwort auf diese Frage würde die Gedanken eines Anarchen ausfüllen. Für eine solche Antwort ist keine Zeit. Sag mir einfach, welche Antworten du kennen möchtest. Dann lass mich etwas präziser fragen. Kannst du mir was über die Dame des Schmerzes erzählen? Kannst du mir sagen, ob ich vielleicht Arbeit finde? Sagen, was in der Gegend interessant ist? Ach, komm hier, verpiss dich. Red mit dir. Du bist unfreundlich. Ach, hier oben ist es doch direkt. Nicht, dass wir hier wieder dran vorbeilaufen. Eisennagel, glaube ich, hat für uns nichts. Übelwind. Kradok, genau. Kradok. Du triffst auf Kradok. Seine Miene hat sich noch mehr verfinstert, seit du ihn das letzte Mal zum ersten Mal gesehen hast. Er schaut so grimmig drein, dass sein Gesicht kurz davor ist, in zwei Teile zu zerfallen. Ich habe Jedi gefunden. Stimmt das? Kradok schaut umher. Wo ist er? Wahrheit, er meint, dass du einpacken sollst, dass du ein mieser Straßenköter wärst und dass er sich nicht länger für dich abrackern wird. Er hat gesagt, dass ich für ihn einspringen soll. Nun denn, die Wahrheit ist wieder unfreundlich, die Lüge ist nett. Aber wir sind doch... Kradoks Gesicht läuft puterrot an und er knurrt vor sich hin. Verflucht sei sein Name, möge alles Übel der Ebenen ihn auf alle seinen Wegen heimsuchen. Ein ganzer Strom von Verwünschungen, Drohungen und Spekulationen über Jillais Herkunft ergießt sich aus Kradoks Mund. Neue Spottgeschütze, oh Mann! Ja, genau, Mord, so ist das. Oder Mord, ja. Mord beißt seine Zähne zusammen, als Kradok vor Wut zu kochen anfängt. Man kann förmlich sehen, wie sich seine Gehirnwindungen verbiegen. Kradok beschließt seine Hasstirade mit einem Grunzen. Verdammt, dieser Jillai. Weißt du, ich könnte viel einspringen, wenn du Hilfe brauchst. Ich brauche Arbeit für einen Tag. Ich werde Jelais Aufgabe erledigen, wenn ich dafür auch seinen Lohn bekomme. So freundlich. Kradok betrachtet dich einen Moment lang aufmerksam. Du? Ha! Du könntest doch nicht. Plötzlich verstummt er. Tja, vielleicht kannst du ja doch. Das ist harte Arbeit und kein Trinken unter meiner Aufsicht. Verstanden. Machen wir uns an die Arbeit. Die Arbeit dauert lange, aber am Ende der Schicht bist du nicht im geringsten müde. Die anderen Arbeiter sind erstaunt darüber, wie schnell du arbeitest und wie viel Gewicht du tragen kannst. Kradok grunzt bei deiner Rückkehr. Du hast die Schultern eines Tokula. Echt, du bist dreimal so viel wert wie Jillai. Hier ist dein Lohn. Er wirft dir eine Handvoll Münzen hin. Insgesamt 30 Kupferstücke. Und jetzt komm in die Socken. Wir haben hier keine Verwendung mehr für dich. Dann leb wohl. Stocks, bla bla bla.
Stockkaufmann, wo ist denn nochmal der Kleidungshändler? Da, Giscall. Mit dem sollten wir sprechen. Ich Giscall einfach, ne? Kann ich mal sehen, was du hast. Wobei hast du dir deine Hände so verletzt? Ich bin hier, um die Wäsche für jemanden abzuholen. Mabeth, die arme Lumpensammlerplatz. Giscall blinzelt. Stoff waschen? Ja, Mabeth, Lumpensammlerplatz. Lumpensammler? Er klopft mit den Fingern, als ob er etwas zählen würde. Ich weiß, ich erinnere mich. Er streckt einen zitternden Finger in die Höhe, als ob er dir sagen wollte, dass du warten sollst. Warte, bis er die Wäsche geholt hat. Er kommt zurück mit einer plattgedrückten Masse grüner Lumpen, die zwar dünn wie Papier sind, aber trotzdem so steif, dass sie aussehen wie ein guter Ersatz für Holzbretter. Die Lumpen sind mit einer gelb-grünen Stärke derart verkrustet, dass man sie wahrscheinlich jahrelang einweichen müsste, um sie wieder geschmeidig zu machen. Wie oft hast du die gereinigt? Giscall wäscht Stoff, Stärkstoff jeden fünften Tag. Wäschstoff, Stärkstoff jeden fünften Tag. Seine Augen flackern. Giscall wäscht viele Jahre, Stärkstoff immer am fünften Tag. Giscalls Ritual. Aber sie sind völlig ruiniert. Wäschstoff ist Giscalls Ritual. Seine Stimme ist dumm, fast wie bei einem Zombie. Muss Stoff jeden fünften Tag stärken. Wo liegt der Sinn drin, sie alle fünf Tage zu stärken, wenn sie das überhaupt nicht nötig? Ach egal, gib sie schon her. Gib dir Stoff, er nickt, dann reicht er dir die Lumpen. Sie sind schwer, wie ein Arm voll Ziegel. Ich bringe sie zurück zu Mavis, leb wohl. Ja. Okay. Hast du vielleicht was sehen? Ah, Tatsache. Kann ich nicht. Ja toll, wer soll denn das? Okay. Dann gehen wir wohin? Wir gehen. Hier oben geht's nicht weiter, genau. Aber hier unten. Ich will meinen Augapfel haben. Ja, ich verspüre. Ich habe das Verlangen, mir mein Auge zurück zu ersteigern. Mal gucken, ob das denn so einfach geht. Ja, wir sind hier genau. Ja, gut. Wo war nochmal der Eingang? Eingang? Wo? Wo Eingang ist? Eingang hier ist. Hinein. Okay. Hatten wir noch irgendwas anderes, wo wir eine Quest abgeben mussten? Ich weiß es gar nicht. Hey, Marcus. Du schon wieder. Du sagst, du hättest mein Auge. Ich hätte es jetzt gern zurück. Du willst es wieder haben? Gut, dann gib mir 500 Münzen, wenn du nicht hast. Das ist ja lächerlich. Zögert, naja, vielleicht, gib mir einfach 300 Münzen. Gut, abgemacht. Hier hast du das Geld. 300. Abgemacht. Er holt eine dunkle, mit Wachs verschlossene Flasche mit weitem Hals aus seiner Tasche. Du hörst, wie eine Flüssigkeit daran schwappt. So ein gluckerndes Geräusch. Als er sie öffnet, wird die vor dem Gestank des Konservierungsmittels speiübel. In der Brühe schwimmt ein Augapfel. Jetzt überleg dir mal schnell, was du damit machen willst. Jetzt, wo Luft dran gekommen ist, warst du genauso gut... kannst du genauso gut ein gekochtes Ei dazu tun? Schlechter kannst du davon auch nicht mehr werden. Überleg dir, was du willst, Schleifer. Reiß dein Augapfel heraus und setz diesen in die Augenhöhle. Ja klar, das mache ich immer gern. Nach kurzem Zögern greifst du in deine Augenhöhle und lässt dein Auge in deine Handfläche gleiten. Der wird... hilft dir, den Sehnerv zu durchtrennen und führt deine Hand zu der Flasche mit der Brühe auf dem Tresen. Du legst dein Auge in das Konservierungsmittel, nimmst das alte Auge zwischen die Finger und setzt es in die leere Augenhöhle ein. Klingel, ein Moment. Oder auch nicht. Die Schmerzen dieses Eingriffs sind unglaublich, doch kurz darauf spürst du schon, wie der Sehnerv an das neue Auge wächst und plötzlich steigen alte Erinnerungen in dich hoch. Gute Entscheidung, also. Aber ich verstehe nicht ganz, wenn das ein alter Augapfel ist, warum müssen wir unseren bisherigen rausreißen?
Wird das denn nicht ein Auge? Na egal. Absorbiere sie. Erinnerung. Vor dir erstreckt sich eine unendliche, chaotische Einöde, die sich ständig verändert. Ein Schwarm menschenähnlicher Geier stürzt mit gezückten Waffen angriffslustig auf dich herab. Du hältst deine eigene glänzende Waffe fest in der Hand. Erinnerung. Drei hartgesottene Gestalten umzingeln dich. Die tragen die Farben eines Feindes, die du nicht recht einordnen kannst. In ihren Händen blitzen lange Dolche und sie blecken bedrohlich ihre Zähne. Du schaust auf deine narbigen Hände und weißt, dass sie bald blutbedeckt sein werden. Erinnerung. Eine riesige, froschähnliche Gestalt kommt über die durch eine riesige, froschähnliche Gestalt kommt über die durch die unter der Chaos-Materie auf dich zu und zeigt ihr zahnbewehrtes Maul. Du wirfst einen Speer durch die sich veränderte Materie und spießt die Gestalt auf einen plötzlich aufgetauchten Steinsockel. Du erinnerst dich wieder an verloren geglaubte kämpferische Qualitäten. Okay. Stell Barkis noch mehr Fragen. Fertigkeitspunkte dauerhaft erhöht. Mach's kurz, verstanden? Ich habe hier zahlende Kunden. Mein Gott. Mir fehlte die genaue Beschreibung bei dem Herausreißen des Auges. Ja, eigentlich, ja. Okay. Aber naja, wir haben jetzt das alte neue Auge. Okay. Was kannst du mir über die Gäste hier erzählen, Amblom? Ich will was trinken. Zur Feier. Ein Whisky, natürlich. So. Ja. Boah, ich vertrag eine ganze Menge. Aber tschüss. Ich will nicht. Huch, du hast irgendwas gesagt, Digga. Njam, njam, njam. Ilquicks. Gast zu spielen, der Leiche. Ich bin weg. Journal. Verloren gegangenes Journal. Lass dich von Meredith holen. Finde einen Weg. Kümmere dich um die Engländer. Breche über ins Fluch. Bring das Kästchen zu Schlandra. Brasken hat vorgeschlagen, dass sie Schlandra besuchen. Sie wohnt in der Nähe der Leichenhalle im nordöstlichen Teil des Stocks. Okay. So, gerade im Auftrag von Bean, dem Sender. Ach, da müssen wir auch nochmal zurück. Genau. Eigentlich hätte ich ja direkt mit dem reden können. Wir hatten ihn ja gesehen. Habe ich halt voll vergessen. Okay, naja, egal. Das heißt, wir wollen... Wir gehen jetzt... Kampf. Tschüss. Wir fliehen einfach. Wir müssen doch nicht immer Leute töten. Ja, du kannst auch gehen, genau. Nett, danke. Wo war Ben eigentlich? Der war doch genau, wenn ich dann hier lang laufe, dann war er da, genau. Ich sag's jetzt einfach, ich weiß nicht genau, aber ich denke. Aufstieg um eine Stufe. Warum geht das nicht? Okay. TP aktuell, TP maximal, Rüstungsklasse 8, okay. Jetzt können wir wieder ein bisschen hier aufsteigen, das ist doch schön. Geschicklichkeit könnten wir. Konstitution, will ich wirklich Konstitution hochschrauben? Wieder nur ein einzigen Typ, Charakterpunkt. Wir können natürlich Intelligenz, Weisheit. Dialogoptionen sind ja auch nicht zu verachten, das wäre glaube ich. Das will ich auch nicht vernachlässigen. Neutral gut. Okay. Da noch irgendwas? Nein. Gut. Dann falscher Knopf. Warten wir, bis wir durchkommen. Ja. Gut. Noch 5 Minütchen sollten reichen. Wo ist denn der nette... Herr Bean? Nein. Wo war der noch gleich? Ich weiß es gerade nicht. Oder war der gar nicht hier? Nein, das Stocksteppe. Das Stocksteppe, so. Ängstlicher, blablabla. Ängstlicher, bla. Blieb. Wo war der denn noch gleich? War der hier unten, oder? Das
ist Mult. Bane. Wo war Bane? Erledigt. Ach Gott, weiß ich ja gar nicht mehr. Ach, meine Fresse, du kriegst jetzt aufs Maul. Dreckiger. Scheißgeil. So, bist weg vom Fenster. Das ist ja bestimmt ein bisschen Gold für mich. Danke. Oder Kupfer. So. Gott, lass mich in Ruhe. Schon gut. Dann geht's okay. Schon gut. Boah, sind die eigentlich hier alle so tot? Und die leben schon einfach da herum. Hä? Warum? Wo ist Ben? Verdammt. Wo ist er? Suche gerade im Auftrag von Bane im Sender. Ich habe einen Mann namens Bane, der Sender eine Nachricht überbringt, bla bla. War der doch an der Leichenhalle? Der war doch nicht an der Leichenhalle. Wo war der? Ich will es wissen. Christoph führt es zurück in den Leichenhallenbereich. Das weiß ich. Da war der irgendwo hier, oder was? Aber wo? Gute Frage, glaube ich. Ich glaube. Bin. Erledigt. Ah, doch da. Die nicht rein wollen. Schon gut. Noch ein paar von den Typen hier. Erledigt. Ich will noch Bane finden. Es wäre mir eine Freunde. Schon gut. Wäre mir eine Freunde, diesen. Erledigt. Mal treffen zu können. Wo war der denn noch gleich? Ach, da ist er. Ha, ich hab dich gefunden. Du triffst auf Bane den Sender. Ist es euch gelungen, Kardok zu wenden, werter Herr? Ja, und ich habe ihm deine Botschaft übermittelt, obwohl er nicht allzu glücklich darüber erschien. Bane scheint nach dem Ja gar nicht mehr zugehört zu haben. Dann lächelt er und stößt einen Seufzer der Erleichterung aus. Glück gehabt, vielen Dank, werter Herr, vielen Dank. Er fasst in sein Gewand und holt eine Handvoll Kupfermünzen hervor, die er zählt und dann dir überreicht. 30 Münzen für die Überbringung einer Botschaft ist ein fairer Preis. Oh, mehr als recht und billig, werter Herr. Mehr als das. Ich kann ohne zu zögern sagen, dass es ein ganz Siegel keinen besseren Beruf gibt als den eines Senders für das Haus der Sender. Ich werde es mir merken. Leb wohl, Ben. Schön. Gut. Dann wollen wir in einen neuen Bereich. Und zwar gibt es hier oben bestimmt einen Weg hinaus oder auch nicht. Welchen Auftrag hatten wir noch? Wir gehen in Richtung Mabeth. In der Zeit, wo noch die letzten Minütchen ablaufen. Für diese Aufnahme wird es dann auch wieder genug sein. Schon gut. Mundfuselig plabbern hier. Auf die Dauer auch nicht besonders toll. So, jetzt sind wir am Lumpensammlerplatz. Und wir reden noch einmal mit Babeth. Das wird sich sowieso wieder 50 Minuten hinauszögern. Weil er wieder so viel zu quatschen hat. Scheiße. Mann. Okay. Babeth. Ja, du darfst dich auch dahin bewegen. Scheint völlig darin versunken zu sein, den Bilderrahmen aus schwarzen Zweigen, den du für sie gemacht hast, hin und her zu drehen. Sie strafft die Kanten und knipst einige der stachligen Samen von den Zweigen ab. Plötzlich bemerkt sie dich und setzt den Rahmen ab. Ja, Kind? Hier ist deine Wäsche. Ich muss allerdings sagen, Giscol hat's ein wenig übertrieben mit dem Waschgängen. Sie nimmt dir den Stapel gestärkte grüner Lumpen ab und überprüft sie kritisch. Wenigstens reißen sie nicht. Sie seufzt und knittert nicht. Naja, sie knittern wohl, nee. Werden sie nicht mehr, nein. Was war mit dem Stoffhändler Giscol? Seine Hände waren voller Narben und er schien sehr langsam zu sein. Mabeth dreht und wendet den Stoff immer noch in ihren Händen und tippt mit dem Finger darauf. Nun ja, Kind, manchmal ist man Feuer und Flamme für die Kunst und manchmal verbrennt man sich die Finger daran. Ist ihm das passiert? Mabeth schnalzt mit der Zunge. Vielleicht, manche brauchen die Kunst wie die Luft zum Atmen. Sie ziehen umher und spitzen Hüten, umher mit spitzen Hüten und Stinkkrautpfeifen. Dann gibt's mächtige Zauberer und ebenen Zigeuner und Weissage und Halbpropheten und Hebammen, die mit der Kunst herumspielen. Die haben's schwerer. Und Giscol war einer davon.
Macbeth nickt. Ja, sozusagen in mancher Hinsicht hat er sich nicht verändert. Ganz der Gewohnheit und Ritualen verschrieben. Sie legt die steifen Lumpen auf den Boden. Dabei ist ein dumpfer Plumps zu hören. Tja, da wäre noch eine letzte Sache, die du für mich erledigen müsstest, Kind. Du solltest dir besser zweimal überlegen, bevor du mich wieder auf den Markt schickst, Macbeth. Oh, und wenn doch, Kind, Macbeth baut sich vor dir auf und starrt dich an. Selbst wenn sie sich ganz aufrichtet, reicht ihr Kopf kaum bis an deine Schultern. Macbeth, es ist reine Zeitverschwendung, wieder und wieder zum Markt zu trotten. Warum kannst du dir nicht früher überlegen, was du alles brauchst, anstatt dich dreimal in derselben Angelegenheit loszuschicken? Ich sage nur, dass du mir sicher nicht viel über Magie beibringen kannst, wenn du dir nicht mal vorher überlegen kannst, was du alles vom Markt brauchst. Das ist ein bisschen zu fies. Macbeth plustert sich auf, ihr Gesicht wird rot wie eine Steckrübe. Ach ja, so denkst du also darüber, ja? Wenn das so ist, dann geh, ich verschwende doch nicht meine Zeit, um einem Dickkopf wie dir die Erleuchtung zu bringen. Nein, ich werde das für dich erledigen, aber sag mir, gibt es noch irgendwas anderes, was ich für dich mitbringen soll, wenn ich schon mal dort bin? Nur noch dies, ich brauche etwas Tinte, um ein paar Zutaten in eines meiner Kochbücher zu schreiben. Du musst ein bisschen von einem der Händler holen. Kossayai ist ihr Name. Kossayai. Also gut, ich werde sehen, ob ich sie finden kann. Zuvor hätte ich noch ihr mein Tagebuch gefragt. Auf den neuesten Stand gebracht. Nochmal, na dann frag, irgendwas Interessantes, Zeitung vertragen, was kaufen, Dingens, Angebot hast. So, vergöfen, noch irgendwas, was ich hier drin hab, vergöfen, so, nee, aber du, hast du irgendwas, klack, 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 klack. Nö, gut, dann wär's das, jawoll. Jawohl, ja. Gut. Hinaus in die Kälte. Dann schön in eine Reihe aufgebaut. Verabschieden wir uns, ne? Bis zum nächsten Mal.